Einen wunderschönen guten Tag aus dem Hause BPC. Ich freue mich heute, euch dieses wunderschöne Instrument vorzustellen, das CVP-909GP. Ganz viel Spaß damit. Das gute Stück hier wurde uns jetzt von Yamaha einmal zur Verfügung gestellt, ist das CVP-909GP in, wie ihr schon seht, der wunderbaren Flügelvariante. Das ist einfach das größte und bestbestückteste Instrument von Yamaha, was es so gibt. Was ist hier drin? Und zwar haben wir hier natürlich den CFX Concert Grand, wir haben den Bösendorfer, wir haben diverse Piano-Samples und, jetzt kommt es, 1605 verschiedene Klangfarben. Also ich sage ja immer wieder, da ist genug drin, um sich irgendwie kreativ zu entfalten. Hier ist einfach alles drin, was man sich vorstellen kann. Von Streichern, Orgeln, Drawbar, Pipe, Orgeln, Klarinetten und was weiß ich. Also wirklich, hier ist einfach so viel guter Kram drin, dass man hier einfach sich tagelang, wochenlang, monatelang mit dem Instrument einfach mit einschließen könnte. Man würde immer noch was Neues finden. Dazu haben wir 675 verschiedene Begleitstyles und 413 Lieder. Das Ganze teilt sich dann auf in klassische, in populäre und dann noch das Ganze nochmal in Lesson-Songs. Wir haben hier VRM drin, also dieses Virtual Resonance Modeling, also dass sich das Klavier bzw. die Sounds, die hier drin sind, einfach nochmal so ein bisschen echter anhören. Und tastaturmäßig haben wir hier die Grand Touch drin mit sogenannten Aufgewichten. Das heißt also, hier vorne sind nochmal kleine Gewichte drin, damit es sich einfach nochmal realistischer zu einem echten Flügel anfühlt. Das soll es quasi von den Hardfacts gewesen sein, denn ich weiß ja, ihr wollt immer so ein bisschen auch hören bzw. sehen, was das Instrument denn so kann. Wir hatten gerade eben schon mal den CFX und den spiele ich jetzt noch einmal an, denn ich weiß, wir können jetzt hier bei der Aufnahme nur über den Line-Out gehen, was heißt nur, also der Klang ist da auch fantastisch, aber ich sage auch das immer wieder in meinen Videos, kommt vorbei und testet es an, das ist hier bei diesem Instrument nochmal ein Ticken wichtiger, denn wir haben hier die richtigen Flügelaufbau, richtig schön große Boxen drin und das klingt in echt einfach fantastisch. Wir hören mal rein. Also auch hier wieder der wirklich wunderbar gesampelte CFX-Klang, der in allen Lagen sich fantastisch spielt und anhört. Von dem Pianissimo schön sanft und leise bis hin zum Fortissimo, wo dann richtig Ausdruck kommt. Und das macht einfach richtig, richtig Spaß zu spielen. Wenn ich jetzt hier bei mir physisch nochmal den Deckel zumachen würde, dann würde sich das auch hier nochmal einfach anders anhören. Also hier haben wir schon alleine im Klavier sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Sound einfach zu verändern. Natürlich kann ich hier noch die Effekte mit verändern, das heißt Hall oder ähnliches kann ich hier mit hinzufügen oder halt eben auch abwählen. Wir gehen in die nächste Szene und dort habe ich, mache diesen Akustik-Jazz sehr, sehr gerne, aber er klingt auch einfach fantastisch. Hier diesmal mit einer Klarinette in der rechten Hand und CFX Concert Grand, der so ein bisschen mit einer Oktave nach oben verschoben ist, in der linken Hand. Und was man damit so machen kann, das zeige ich euch einfach mal.
Wenn ich dann jetzt einfach auf dem Klavier, gibt es hier rechts eine Taste, nennt sich OTS, die One-Touch-Settings aktiviere, dann schlägt mir Yamaha direkt passende Sounds zu dem ganzen Style mit hinzu. Und das probieren wir einfach mal aus. Hier jetzt ein Jazz-Akkordeon. Als letztes hatten wir dann noch einen Layer, das heißt also eine Jazz-Gitarre, die so ein bisschen angezerrt ist, mit einem Jazz-Scat, der tatsächlich sich auch ganz cool spielen lässt. Wenn wir einfach mal nur den Scat hören, dann ist es halt eben... Bei jedem Tastenanschlag kommt einfach ein anderer Klang und das, finde ich, das bietet einfach sehr, sehr viel Kreativität. Wo wir gerade beim Layern waren, natürlich können wir auch hier wieder uns unser eigenes Orchester zusammenstellen. Das hatte ich gerade eben schon mal versucht. Und zwar machen wir das diesmal mit einem Ensemble und den Kino-Strings und dann nochmal aus der Chor-Variante dem Boys Choir. Und damit hat man einfach schon einen richtig fetten Orchestersound. Fassbar. Wir gehen weiter und zwar gucken wir uns jetzt hier mal eine Variante an, wo wir dann in der linken Hand ein Suitcase haben, also quasi ein E-Piano, und in der rechten Hand eine Kombination aus CFX und diesem Suitcase und einen Style, den ich tatsächlich gar nicht so häufig benutze, und zwar den 70s Pop Duet Style, und den finde ich tatsächlich persönlich sehr, sehr charmant und der Ganze klingt so. Gerade noch mal ein Altsaxophon gehört. Wir sprechen hier übrigens die ganze Zeit, beziehungsweise bei den Songs, die ich jetzt gerade eben, Sounds, die ich genommen habe, über die Super Articulation Voices. Und bei dem Saxophon haben wir oben im Display, ich versuche da noch mal ein kleines Bild mit einzublenden, eine Super Articulation 2 Voices. Das heißt nicht nur eins, sondern zwei ist noch mal so ein bisschen realistischer. Das heißt also, je nachdem, wie ich das Ganze artikulieren möchte, von leise bis laut oder hört man einfach, wie der Saxophonspieler, der das Ganze aufgenommen hat, einfach anders reagiert. Und das, ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es klingt verdammt gut, CVP, vielseitig, das trifft es einfach. Als nächstes und auch da schon als letztes will ich nochmal auf die Songs mit eingehen. Und zwar
haben wir hier jetzt den Song Whiskey in the Jar. Den können wir uns ganz normal anhören. Das heißt, wenn ich jetzt hier loslege, dann fängt er an zu spielen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die rechte Stimme auszustellen, was ich gemacht habe. Das heißt, wir haben jetzt nur die Akkorde und für die Melodie habe ich hier einmal die Leuchttasten und auf dem Display auch die Noten, die angezeigt werden. Und als Sound habe ich hier diesmal so eine Geige genommen, die halt so ein bisschen irisch klingen soll. Und das Ganze klingt dann so. Natürlich kann ich, wenn ich jetzt dann wieder auf Klavier gehe, das Ganze einfach dazu improvisieren und das geht auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, da haben wir wirklich auch wieder in den Songs eine unfassbar viele Auswahl in den Songs. Populär, Standard, Folk, in den klassischen haben wir auch Duette oder halt eben auch die Originalsachen, die natürlich auch da dementsprechend anspruchsvoll sind. Hier sei auch nochmal gesagt, da sind auch nochmal sehr, sehr viele neue Songs mit hinzugekommen. Zum Beispiel im Pop-Bereich Blinding Lights oder Perfect oder Someone You Loved. Also da ist theoretisch für jeden was dabei, sogar Kindersongs sind mit dabei. Das, ihr Lieben, soll es aber auch schon vom CVP gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, ich habe es jetzt gerade nur kurz noch hier, kommt entweder hier vorbei oder sprecht mich an, wir finden dort irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr das Ding ausprobieren könnt. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von dem Instrument, kann hier nur lobende Worte finden. Und das soll es, wie gesagt, von meiner Stelle aus gewesen sein. Ich spiele jetzt gleich nochmal den CFX an. Und ansonsten, wie immer, abonniert unseren Kanal, lasst gerne ein Like da, kommentiert das ganze Video und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Kommt vorbei. Ciao.